Herzlich willkommen zu einer Folge von Karte in Thüringen. Wir forsten das mal ab. Wir müssen bei der Soja noch ein bisschen warten, bis ein bisschen mehr reif wird. Ich habe jetzt nur den ganz, ganz groben Rand. Aktuell wird noch gedüngt auf Feld 60. Das zweite Mal. Unkraut ist aber auch schon gewachsen. Aber das ist nicht so schlimm, das machen wir euch hinterher. Da haben wir Erfahrung. Wir sehen noch Gerste auf Feld 12 aus, das ist genau rechts neben uns das Feld. Der müsste uns bald wieder entgegenkommen. Der Fahrer, der fährt hier irgendwo. Eine Runde schon gefahren, natürlich ist er auch schon durchgefahren. Aber dann irgendwo feststeckt. Könnte hier auch sein. Kann man nie aufschließen. Aber wenn ich so schaue, ist ein bisschen Verbrauch da, Dünger und Sattel zu weniger. Das heißt, er fährt irgendwie. Und folgt man deswegen. Ein bisschen höher und schleifen lassen. Das ist vorne angezogen, ne? Naja. Ist ja okay. Fahrt juckt. Ah, da ist er ja. Unser Kursbefahrer. CP 1015 ist der Faktor. Mit normalen Helfer könnten wir hier nicht fahren, also wäre ganz schwierig. Da die Felder natürlichen Formen hat, angenommen haben, ne? Also nicht quadratisch, rechteckig. Ich glaube nicht, wenn man drehen soll. Dann will man gleich gucken, wer die Preise machen für
unsere Feldfrüchte ein bisschen mehr von verdienen können. Schauen wir nach den Preisen. Was sagt unser aktueller Preis? Und hier kann man unser Dilemma erkennen. Hier ist es gut. Alles eine Farbe. Eine Reifegradstufe, also Stufe 1 Prinzip im Wachstum. Und hier haben wir von mittelgrün bis dunkelgrün und bis gelb ist reif. Das heißt, in rund 5 Stunden wird das alles auch noch reif werden und das auch, das dunkelgrüne. Dann könnten wir eine Runde rumfahren, was im Grunde nicht schlecht wäre, aber mehr ist da nicht möglich, ne? Und hier schon mal, das könnten wir als ernten. Und hier ist er jetzt bei und seht mal aus. Schön in der Ecke, das gefällt mir. Da hat er wahrscheinlich nicht zu sehen, weil er noch nicht aktuell ist. Aber jetzt haben wir noch einen Preis. Da wollen wir gucken. Ja. Ja. Es ist nicht so rosig. Also wir können ja mal eine Fuhr verkaufen. Aber Raps ist ja echt im Keller. Das ist ja nur. Wir werden weiterhin Holz machen. Das heißt, es wird richtig beschissen, Anführungszeichen. Mal ganz kurz gucken. Wachstumszeiten. Das heißt, Sojabohnen in 5 Stunden. Und was, wenn es Zeit halbwegs stimmt? Halbwegs. Dann, jetzt haben wir 10 Uhr im Spiel, ich, genau um 3 Uhr, ja, das wird auch noch gehen, wenn um 3 Uhr und 15 Uhr reif wird, und dann ist ja gute 5 Stunden, wo noch hell ist. Aber da wird das letzte Ende ganz zum Schluss reif, ne? Also mitten in der Nacht. Meistens hat man alles zusammen auf einmal, wenn der Preis für Hafer oder für Raps steigt, dann müssen wir ernten. Ja, einer nehmen, X nicht, S nicht, C. Oh ja, ich habe keinen Zeit gedrückt. Ich kann gar nicht mal sagen, was ich kann. Das ist überhaupt nicht richtig. Also stimmt schon eine Weile her. Ups. Aber ich mache mal gleich Kaffee. Oh, ihr habt auch Kaffee. Oder kurz darauf. Oder kurz vor einer Folge. Ja, gute Frage jetzt. Wir haben schon bei. Also zur Not hänge ich noch was an, wenn es zu kurz war. Das lässt sich ja schneiden. Aber ich kann die Länge nur erkennen, wenn die Folge beendet ist. Dann sage ich mal Kuschel und Winkel Winkel und ciao ciao. Bis später. Bis morgen. Bis gleich. Je nachdem. So, da sind wir wieder. Die Zeit wäre ein bisschen kurz gewesen, darum hängen wir jetzt bis mal an.
ungefähr 10 Minuten ungefähr oder auch 12. Sonst wäre die Folge nur 9 Minuten gewesen und das ist ein bisschen zu kurz. Aber ich kann nur die Zeit genau erkennen, wenn ich aus dem Spiel kurz rausgehe und dann auf den direkt auf die Aufnahme drücke. Und da sagt er mir genau, wie viel Speicherplatz drauf ist, beziehungsweise die Zeit. Und ich wollte ja nicht zu kurz die Folge machen. Ist ja auch nichts, ne? Oder fliegen Holz, also. So, wir arbeiten weiter mit Holz. Nebenbei wird auch noch gedüngt und ausgesät. Das Wachstum ist noch nicht genug. Also 10.10 Uhr im Spiel. Kaffee ist aufgesetzt. Hier können wir ja schön Holz wegfahren. Ein bisschen Kleingeld verdienen. Aktuell die Klimaanlage zu laufen. Hoffe, ihr hört das nicht so deutlich. Bisschen zu laut. Ist mir schon. Aber ich schau mal nächstes Jahr, dass ich eine andere kriege. Beziehungsweise wenn die Hufe hochreißt, die ein bisschen leiser ist, weil die ist ein bisschen zu laut. Laut Beschreibung 65 Dezibel, das ist nicht so heftig. Na gut, ich sitze ungefähr 2 Meter weg, aber trotzdem. Ich müsste mit Kopfhörer spielen, da wird es gehen. Für mich jedenfalls. Hoffe, ihr hört das nicht so deutlich. Am besten gar nicht. Weiß ich nicht genau. Dann denke ich es testen, dass es in der nächsten Folge nicht so ist. Hat er die Ecke mit Gras, das hat wieder weg. Aber ist auch scharf eingestellt, ne? Außer scharf. Dünger ist noch gefüllt, aber der erste ist fast wieder alle, sagt gut. Und weg ist er da oben. Wieder nicht höher. Ist auch zu schwer. Ein großer Dicker, ne? Oh, der bringt Geld. Bringt Maus. Da geht nicht höher, ist so. Auf der nächsten Version von der Karte irgendwo in Thüringen wird es fest verbaute Ställe geben. Von Kuhstall über Rinderstall über na, alle Tiere halt. Je nachdem welchen Hof man hat,
hat man auch die Tiere. Irgendwie sind die Maschinen leiser, finde ich auch. Ja, 10% habe ich gestern gemacht wegen TS. Bleibt jetzt anders, ne? Mehr gucken und so. Ups. Da haben wir geschaut nach meiner Stimme, ob ich ein bisschen laut bin oder leise. Aber die Maschine hat nicht so lange gedacht. Zu viel Mais machen und Salate, dann hat man einen Schlag gegelt. Und dann macht man die BGH auf uns. Müsste. Erstmal haben wir keine Hexo-Maschine, kein Hexo. Und die anderen. Ja, das würde fehlen. Na ja, mal sehen. Selber dran. Auch nicht lange. Die erste 16. Dann müssen wir ja selbst dann die auffüllen. Wenn wir mal schauen, wo das sitzt. Da habe ich jetzt keinen Kurs angestellt. Das wäre ganz praktisch, wenn wir das gleich hier vorne machen würden. Das heißt, das werden wir auch machen. Weil wir haben hier sau blöd. Können wir gleich vorne die Ecke nacharbeiten?
komm. Ich hatte hier mal die volle Weggesicht gehabt, damit ich besser die Kurve kriegen kann. Da habe ich hier Laternen fahren gesetzt, dann auch nicht weg. Ich bringe mit, das ist egal. Das ist super wichtig. So, meine Freunde, Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Bitte mal Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich trotzdem freuen über einen kleinen Like und kein Abo. Entschuldige, wenn ich nerve. Aber es ist ein bisschen gerade so, die Anerkennung sehen kann. Der braucht es auch nicht. Das verursacht für niemanden Kosten und für niemanden würde das Verpflichtungen bedeuten. Ich sage schon mal danke dafür, auch fürs Zuschauen. Ich sage auch mal danke fürs wieder reinschauen. Vielleicht morgen oder übermorgen. Das ist auf jeden Fall eine Folge. Außer Samstag und Sonntag, dann haben wir zwei. Seid mal schön und bis zum nächsten Mal. Ciao.